da waren ja auch noch welche. Habe ich mir daran gedacht. So, und da du jetzt hier noch die Leichtaxt 20 98 perfekt. Ich hätte ihn auch allein geschafft, aber danke. Aber wie schnell die am Leveln sind alle. Du wirst glaubt oder nicht, einige Leute finden Charakter auf so eine Art zu leveln voll nervtötend, ne? Obwohl das eigentlich überhaupt kein Problem mehr gerade ist, ne? Da ist einer der Gründe, warum einige Leute irgendwie, weil nicht schwächere Einheiten nicht mögen, weil die das hier machen müssen, jeden Kill irgendwie denen zu füttern. Das finden einige Leute nervtötend, den Fire Emblem spielen, einige Fire Emblem Veteranen. In Fire Emblem Awakening gab es zum Beispiel so ein Nebenquest, wo du so einen Dorfbewohner rekrutieren konntest. Die Sache ist aber, der Dorfbewohner schließt sich einen nur an, wenn man in dem Level irgendwie ein Level up mit dem bekommt, ne? Und Leute finden das irgendwie voll kacke aus irgendeinem Grund, weil der ist super schwach, aber der wird zu einer der stärksten Einheiten im Laufe des Spiels. Mit so einem, der ist unglaublich schwach, der macht irgendwie so 2-3 Schaden oder so. So im Vergleich zu anderen Charakteren, die zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich irgendwie so weit mit, weil nicht. Nein, ich komme da nicht ran. Zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich irgendwie, weil nicht. 5, 6 oder 10 Schaden machen, ne? Also macht unglaublich Schaden. Man muss den wortwörtlich jeden Schaden füttern, ne? Und dann benutzen Leute und dann sehen irgendwie die Leute so im. Das ist eigentlich ja bei neueren Spielern, jetzt wo ich darüber nachdenke, ne? Die sehen den Charakter und denken sich so, oh mein Gott, der Charakter ist ja irgendwie innerhalb von 2-3 überlebst du das? Ja, lass mal. Der Charakter ist irgendwie unbrauchbar, ne? Weil er halt so schwach ist, ne? Die Sache ist aber, der Charakter ist super stark, wenn man den kills füttert, ne? Die Sache ist halt nur, man muss halt auch am Anfang des Spiels machen, ne? Wenn die Gegner noch schwach genug sind, damit man denen auch wenigstens was abzieht, ne? Aber einige Leute, die das Spiel irgendwie zum ersten Mal spielen, die nehmen dann irgendwie, weil nicht. Die sehen halt irgendwie zum ersten Mal so, oh, den seine Werte sind ja kacke, den benutzt nicht, ne? Aber dann irgendwann, das ist meistens bei YouTubern, dann bekommen die irgendwie so Nachrichten so, ey, hör mal, ich habe von einigen Leuten gehört bekommen, dass dieser Charakter super stark ist, wenn man den trainiert, ne? Deswegen entscheide ich mich, den jetzt mal mitzunehmen, ne? So 5 Kapitel, nachdem man den so bekommen hat, ne? Wo es noch gefährlicher ist, den hoch zu trainieren. Also ist, naja, und dann enden die meistens immer da in der Situation, dass die ihn gar nicht benutzen, weil die halt zu spät entschieden haben, sich den zu trainieren. Und ja, Leute, ist klar, dass ihr dann irgendwie einen voll unbrauchbaren Charakter habt zu dem Zeitpunkt. Okay, man kann nicht irgendwie den Charakter irgendwie erst am Ende des Spiels irgendwie so sich entscheiden zu trainieren, wenn schon alle Gegner irgendwie zu stark für die eigentlichen Charaktere sind, die man benutzt. Das ist immer so schwachsinnig. So, weißt du was hier? Ist ja niemand anders da, ne? Genauso ist das hier mit den Charakteren, die ich jetzt habe, ne? Die sind jetzt natürlich noch ein bisschen unterlevelt im Vergleich zu anderen Charakteren, die ich jetzt habe, ne? Deswegen habe ich mir auch geschworen, die ja alle direkt einzusetzen im nächsten Kapitel, weil noch schwächer sind die Gegner jetzt nicht, ne? Die werden ja immer stärker, ne? Schwächer werden die Gegner nicht mehr. Das heißt, ich muss die so früh wie möglich alle trainieren, damit ich noch eine Chance habe, die benutzen zu können, ne? So cool. Also ja, man muss schon so ein bisschen
das wollen irgendwie. Und die Sache ist jetzt nicht so, als wäre es irgendwie unmöglich, irgendeinen Charakter zu trainieren. Jeder Charakter kann trainiert werden. Man muss sich nur entscheiden, das auch zu wollen. Man kann wohl wirklich jeden Charakter, den man bekommt, egal wie schwach, hochtrainieren. Man muss es nur wollen. Es ist nicht unmöglich. Es wird immer irgendwie Gegner geben, die man erledigen kann. Und die man irgendwie schwach genug runtergedrückt hat, damit man irgendwie eine Chance hat, mit einem Charakter irgendwie mit diesem Charakter irgendwie die Kills abzuholen. Ich kann jetzt zum Beispiel hier reingehen, ne, und sagen, oh, der ist ja voll down, ne, den könnte ich jetzt mit meinem Hauptcharakter wegpusten oder mit Gold Mary oder was weiß ich, ne. Aber ne, der Typ ist halt ein bisschen geschwächt, ne. Und hier haben wir noch Celestia, die noch ein bisschen unterlevelt ist, ne. Vielleicht zu den anderen Charakteren. So, guck ich das mal an, ne. Da kann man noch mal machen, ne. Oh. So einfach geht das. Oh. Ja. Ein halbes Level Up entfernt. So einfach geht das, ne? Oh, Leute, stellt immer so hin, so im Sinne von, oh, das ist unmöglich, das geht doch gar nicht, ne? So, er hier. Mhm. Ich überlege gerade, wie ich das mache gegen den. Kann ich die Leute hier anlocken? Ich würde schon eher lieber die Leute hier anlocken. Ne? Dann packe ich jetzt Celestia hin. Aber was ich machen werde, ist erst einmal was ich mache erstmal hier. Jetzt will ich erstmal sehen, was passiert, nachdem sie sich wieder zurückverwandelt, ob sie jetzt ihre eigene Dingens auch verloren hat oder also ihre eigene Bandfähigkeit, ihre Bandleiste. Oder warte jetzt eine separate. So, so ihn packe ich gleich hier rein. Er kriegt das hier wieder, damit er wieder voll ist. Ne? Sie packe ich dann wahrscheinlich hier rein. So, dich lasse ich noch, obwohl du bist kurz vorm, obwohl eigentlich nicht. Nein, lass Erfahrungspunkte herkommen. Ja, ist ja 12, ne? Hm. Oh. Ich weiß genau, was jetzt als nächstes passiert. Ne? Ich lock den hier an und dann kommen auf einmal die. Also, oh! Da kümmere ich mich lieber erstmal um die, ne? Falls sie auf mich zukommen. So, ne, sie hat ihre eigenen Dings noch gehabt. So, hat mich da. Ah, aber ich habe meine eigene benutzt. Okay. Dann brauche ich da gar nicht einsammeln. Dann mache ich einfach nur den hier einmal, ne? Oh, Mikaya ist voll. Dann gehe ich hier rein. Und mir das hier. Boom. Jetzt kann ich wieder tanzen. So, sein brauche ich jetzt eigentlich nicht hier. So, mein Plan ist jetzt, die hier anzulocken. Weil wenn er sich nicht bewegt, wenn er sich bewegt, nachdem ich die angelockt habe, cool. Aber das ist jetzt nicht so schwierig, ne? Wenn ich aber ihn anlocke und die kommen dann alle auf mich los, dann ist das schon wieder voll nervtötend. Deswegen machen wir halt so. So viel dazu. Ach Mann. Ah, er steht jetzt genauso. Weißt du, was ich machen könnte? Ich könnte ihn einfach nur abschießen. Ja, ne, ich könnte ihn mit Dings abschießen, ja. Ich glaube, das wäre irgendwie die beste Lösung, ja. Nein. Okay. Ja, ich habe eine andere Idee. 25 hat er abgezogen, ne? Du hast. Okay. Weiß, wenn ich hier reingehe. Ah. Ah, warte mal, ist perfekt. Dann gehe ich hier hin, dann ist Sehnsicherheit. Warte mal, reicht das überhaupt? Ja. Okay. War mal so, ne?
Ich glaube nicht, dass ich Roy abschießen muss. Wenn doch, dann ist halt auch ein Ding zum Aufladen. So, wir machen erstmal den, ja. Jetzt kommen die 5 Raketen des Todes. Warum nicht 7? Den kommt aus Fire Emblem 7, aber irgendwie perfekt, irgendwie 7 Schüsse auf dich zu werfen. So. Dann gehe ich hier hin und hier hin, dann ist sie außer Reichweite von allem. Cool. Ja, 100% nehme ich. Trink mal kurz ein Schlückchen, ne? Daneben. Perfekt. So, dann nehme ich mal sehr stark an, weil ich den jetzt angegriffen habe, kommen jetzt die alle auf uns los, ne? So, hier hatte irgendeiner Meteor, ne? Aber du, oh, ist ja nix an Reichweite. So, mein Plan ist jetzt 39. Ich könnte Louis eigentlich dahin packen und der kümmert sich mal, aber er ist schon wieder so weit entfernt natürlich. Also meine einfachste Lösung für diese Situation ist jetzt, ich packe natürlich wieder jemanden hier voll rein, nur Flugeinheiten. Ich dachte eigentlich, ich kann da auch hin. So, meine Strategie ist, ich packe wieder einige Leute hin, die ganz sicher alles überleben, ne? Zum Beispiel sie ja mit dem Wurmtöter. Ich habe keinen Schwertkämpfer, doch ich habe einen Schwertkämpfer, sich gerade sie kann sich um die kümmern. Mal sehen, mehr Magie, aber sie müsste ja eigentlich hier. So, ich packen wir hier hin, ne? Oder hier hin. So, ich habe eine Idee. Wir müssen uns erstmal wieder ja verpieseln, würde ich sagen. Muss ich wieder so platzieren, dass hier nur bestimmte Charaktere anvisiert werden. So, du musst hier hin. Wo ist Temera? Hier hin. Weil ich weiß, die bewegen sich jetzt auf uns los. Ne? Wie viel wir wetten, dass die sich jetzt bewegen? Im ersten, zum zweiten. Brauche ich gar nicht mehr. What? Nein. Ah. Das Spiel, ich glaube, das Spiel ist irgendwie zu einfach programmiert, weil ich das schon voll durchschaue. So. So, alles, was wir jetzt machen müssen, ist. Louis kann sich jetzt wortwörtlich hier hinstellen, ne? Und sich um all die Leute hier kümmern. Hat da keiner am Panzerbecher oder irgendwie sowas, ne? Niemand wird ja Schaden machen gegen ihn. Ja, okay, die werden ein bisschen Schaden machen, aber. Ja, die werden gar keinen Schaden machen, sehe ich gerade. So, das können wir jetzt wieder voll einfach hier manipulieren. Ne? Wir packen jetzt erst einmal Leute hier überall hin, die garantiert überleben. So, wo ist hier? So, nein. Also ich kann sich jetzt nirgendwo ja aus dem Weg bewegen. Nein. Na gut. Aber sie hat eine Geschicklichkeit von 20. Sie wird gar nicht mehr verdoppelt. Jawohl. 75. Na, so ein bisschen ausweichen. So, warte mal. 29.
Das heißt, sie nimmt 12 Schaden. Mal, das wird sie genau töten. Einer von denen macht 39. Das ist ein Tomahawk. Okay. Warte mal, sie müsste halt überleben, ne? Ich kann auch Doppelgängerruf machen, aber... Ja, warte mal, wenn ich den Tomahawk ausrüste, ne? Was ich aber nicht will, glaube ich. Ich will auf die Orkanax ausrüsten, ne? So, kann ich dich hier hin bewegen? Ja. Wer trifft mich hier? Der und Silberachs. Da kann mich aber nur einer treffen von. Ja, geh mal hier hin. So. Oh nee. Okay. Ja, das ist aber nur. Nee, da sind zwei. Verdammt. So, warte mal. Wenn ich dich hier einpacke. Das könnte ein bisschen. Ja. So, er kann nur für eine Person getroffen werden. Aber der könnte ein bisschen. Sollte aber in Ordnung sein, alles. Wir sollten das überleben eigentlich. Wir sollten das eigentlich überleben. Oh. Nee, das ist okay. Ist okay. Okay. So, die gehen jetzt alle auf Louis. Ne? Ich glaube einfach mal meine legendäre Lanze weg. Oh, das Kapitel ist so entspannt im Gegensatz zu dem DLC-Quest. Ich hatte ein bisschen Angst vor den Crit-Chancen von denen, aber das glaube ich gut. Ah, der eine noch, komm. Er ist wieder 5. Ja. Muss der unbedingt brechen. Oh, ich hätte ihn sogar erledigen können. Im Konter. Kein Schaden. Boom. Ich stich dich. Allen hier am Treffen auch noch. So muss das. Wow. So, kann ich mir mal mein ein Level ab hier abholen. Ja, du kriegst da sowieso, ich kenne dich doch. Du kannst doch nicht anders. Ne? Du musst es doch haben. So, ich kriege ich glaube bestimmt mit dem Tomahawk down, ne? Oder ich habe einen Bogen, stimmt. Alter, sie kann aber euch nicht treffen, ne? Hätte ich vielleicht mit Neil, mit Rafal oder Nell verlegen können, aber da ist die Level 5 schon. Wir schnell schon aufgeholt haben. Und sie hat auch schade gelernt, was voll lahm ist. Das ist nicht so eine gute Fähigkeit, finde ich. So, ich möchte dich. Weil wir sind kurz vor einem Level ab mit ihm. Da können wir doch einmal drauf hauen, ne? Nein, das reicht ja immer noch nicht. So, ach, die Leute sind alle so weit entfernt, ne? Oh mein Gott, warum sind die alle so weit entfernt? Ach. Klar, schon besser, war auch immer noch nicht gut. Damit treffe ich wahrscheinlich nicht. Jetzt sehen wir aus. Ah, ja, versucht.
So, 35. Ich meine, Luis überlebt auf jeden Fall, aber. So, das ist natürlich nicht so gut, ne? So. 29. Ja, jetzt glaube ich nicht so gut. Lass mich mal kurz hier ein paar Leute wegpusten. Nur um sicher zu gehen, ne? Nicht so viele Leute, ja. Warum rennen die uns alle töten? So, vielleicht mit dir noch einen hier weghauen. Weiß nicht, auf wen die losgehen würden. Entschuldige, was? Entschuldige, was? Okay. Ich meine, sie hat mehr Angriff als Magie. Oder die haben mehr. Bei Weihwein-Ritter haben ja normalerweise niedrige Resistenz. Deswegen habe ich gedacht, damit mache ich mehr Schaden. Aber scheint nicht. So. Wir müssten eigentlich alle in Ordnung sein gerade. Ne? So, kann ich dich anlocken, bitte? Mit einem Speer. Ja, perfekt. So, bestimmt auf sie los, ne? Ausweichen und so, ne? So, wenn ihr beiden auf sie losgeht, 37 und 39, ne? Sie hat einen Tomahawk, aber seid ihr so blöd und geht ihr auf sie los? Na, auf ihn losgehen, wenn ihr wollt. Also lass mich raten, wenn ich mich Roy annäher, dann kommen auch überall Weiber, ne? So. Okay. Dich wollte ich hier mal ein bisschen erwähnen. War genau nicht so viel Treffer wahrscheinlich wie Elfenlicht, alles klar. Vielleicht weil ich halt einmal hochgelevelt habe, ne? Und ja, nachher haben wir ja noch eine Level 10 Mission, ne? Das heißt, wenn ihr genauso chillig ist wie diese hier, wenn wir dann mit dem Leveln ja nicht so schwierig sein. Die haben jetzt schon alle so ungefähr 5 Level bekommen, ne? Also sie hat schon 5 Level bekommen. Und jetzt noch die anderen irgendwie ein paar Level bekommen. Und dann beim 2 Level die schon eingeholt hier. Mit unseren schwächeren Charakteren. Ich weiß nicht, ich glaube die Hauptstory ist Level 14, ne? Dann aber irgendwie so noch, ich glaube von Marv, ja Marv, ne? Er ist auch Level 14, glaube ich. Ich weiß auch gar nicht. Mal schauen. So, also okay. Weil ich glaube, ich habe nur eine Heilung in meinem Vorrat. Ne? Ich tue mal so welche kaufen. 5 Momente wie diese. Some people wait a lifetime. Ah, ich kriege keine Band dafür. Keine Banderfahrung. So, da war auch chillig, ehrlich gesagt. Da sind nur noch die übrig, sehe ich gerade. Hier ist meine Vermutung, ne?
Ich lock ihn an und Roy kommt hier rausgerannt. Ich lock sie an. Roy kommt hier rausgerannt. Es kommen einige Weibernritter, die mich von überall angreifen kommen. Ne? Wie viel wollen wir wetten? So langsam weiß ich, wie das hier abläuft in dem Spiel. Ich glaube, ich weiß, wie ich mich um diesen Meteoriden-Typen kümmere. Typen meine ich. Aber dafür brauche ich mit Magdalenes ein so ein Ding, ja, ne? Ich nehme mir das mal, ne? Sonst habe ich sowieso keinen, der hat gerade braucht. So, fehlt hier irgendjemand noch HP? Aber oh, dir fehlen welche, verdammt. Okay. Dann heilen wir dich eben so hoch durch Support und so, ne? Oder gibt Support. So, zwei Möglichkeiten haben wir ja, ne? Wenn ich dich erledige mit einem Schlag, das wäre gut. Ich habe so ein Gefühl, jetzt wird aber nicht reichen. Obwohl, das ist ein Magier. Ja, mal schauen, wie das hier abläuft. Ich sage voraus, dass sobald ich dahin gehe, dass sich die dass hier noch mehr Drachenleute gleich kommen, ne? So langsam weiß ich, wie das Spiel abläuft. Ich habe schon gerade vorausgesagt, wann sich die Gegner bewegen, ne? Und da hatte ich auch recht. Ich glaube, das Spiel ist etwas vorausschaubar mit der KI. Verstehe sowieso nicht, dass du in jedem Kapitel mehr oder weniger gegen Boss kämpfen musst, ne? Aber die kommen alle auf einen zugerannt. Also guck mal hier, er ist auf dem Schutzfeld, ne? Ausweich plus 30, Heilung plus 10 in jeder Runde, unzerbrechlich. Das ist eigentlich eine perfekte Position für den Boss, ne? Der hat immer Ausweichen 102, ne? Das heißt, den zu treffen wird eine absolute Qual sein. So wie es halt in Oldschool Fire Emblem Spielen gewesen, ne? Aber aus irgendeinem Grund bewegen sich die Bosse ja alle aus ihrem Versteck raus und sorgen dafür, dass ich das okay nehme ich. Da macht die Kämpfe viel zu einfach irgendwie. Da ist genau das, was die Kämpfe, die Bosskämpfe in früheren Fire Emblem Spielen so nervt gemacht hat. Versuchst gerade einen Boss irgendwie zu erledigen, der sich die ganze Zeit irgendwie auf so einen Thron oder so verschanzt hat, was eben mehr Abwehr und Ausweichen und Heilung und so gegeben hat. Und ja, du kriegst ihn kaum getroffen, ne? Selbst mit deinen stärksten Charakteren. Und dann stehst du da so, oh, was mache ich gegen den, ne? Den krieg ich neben dem Down, ne? Und machen die Bosse hier, die rennen die ganze Zeit auf einen los. Was das irgendwie viel einfacher macht. Und ich habe eine Menge Charaktere. Also ich werde das hier alles erledigt kriegen. Aber guck mal, was jetzt hier passiert, ne? Ah, jetzt kommen die. Ich habe sowas von gewusst. Aber die bewegen sich noch nicht. Mehr Geld. Ich sehe mehr Geld, das gelootet wird. Verdammter Dreck, ey. Das ist ja schon wieder so ein Schritt hier entfernt sein. So, kann ich dich hier platzieren? Ja, ne. Wir verwarten, dass sich Roy im nächsten Zug bewegt. Habt ihr mehr Resistenz oder ihr habt mehr Verteidigung als Resistenz? Ja,
So bin ich halt gewohnt. So, ihr seid zu weit entfernt. Warte mal, was mit Roy eigentlich? 47. Nah- und Fernkampfangriffe, Lanzenmeister, Würmtöter. Selbst Roy macht nicht irgendwie Schaden gegen irgendjemanden. Ich meine, das macht jetzt keinen Sinn, der ist schon auf Maximum Level, ne? Deswegen ist er wahrscheinlich schon Level 40, ne? Der sollte wahrscheinlich erst so Level 35 oder so sein, ne? Sind hier Lanzenkämpfer, ja, Magdalene, geh du mal dahin. Ah, im Fall hat die sich hier bewegen wollen, da an den jetzt wegen der Manikati, ne? Und die Schwerter haben, ich wollte schon sagen, warum haben die Schwerter jetzt? Ah. So, geht mal da nach rechts, bitte. Man könnte meinen, diese Dachen werden irgendwie voll nervig, aber die sind voll vorausschaubar, wenn man Charaktere hat. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass ich irgendwie zufällig irgendwie einige Charaktere dabei habe, die irgendwie alle sehr gut sind gegen solche Konstellationen. Aha. Hey, was geht? Na, daneben. Bin irgendwie eine Menge ausgewichen in diesem Kapitel mit so hohen Zahlen, mit 79, 80, irgendwie voll oft bin ich irgendwie ausgewichen heute mit so hohen Zahlen. Okay, Roy bewegt sich immer noch nicht. Der hat halt keinen Bock. Darf ich dich mal ganz kurz boxen? Prozent kommen. Okay. So, und Level up, das ist alles, was ich haben wollte mit dir. So, Verteidigung und Glück. Ich bin etwas stärker geworden. Etwas. Oh, stimmt, und sein Ding. Du bist weg vom Fensterchen. Ja, cool. Und noch Level mit ihr. Und jetzt eine. Macht sie auch so Lanzenposen wie. War wie ist sie nochmal? Obo. Vor allem im Fels. Die hat auch immer so coole Posen gemacht. So. Reicht nicht. Durch. Wenn du krittest, ist es auch nicht schlimm, aber versuch nicht zu kritten. Weil er hatte heute auch noch nicht so viel Level Ups. Er hat noch gar kein Level Up. Aber die Charaktere sind wichtiger gerade, weil die noch unterlevelt sind im Vergleich zu meinen anderen Charakteren. So kleine Mini-Dinge auf den geschossen. So, wenn ich Magdalene da reinpacke, wenn sie hat da wohl überleben, ne? Wenn ich die in dieses Chaos hier reinpacke. Wenn ich Glück habe, wird sie sogar alles erledigen. Außer ihn ja natürlich. Einer muss ja natürlich dazwischen sein, ne? Du bist nicht Magdalene, du. 29 Verteidigung. Sie hat eine Menge Geschwindigkeit im Moment. Sie wird gar nicht mehr gedoppelt, ne? Nö. Okay, machen wir das, ne? Ja.
Halt, was? Ah, weil ich hier so eine Mauer gebaut habe. Warst du ein Speer? Okay, ich hätte lieber, wenn er angegriffen wird als andere meiner Leute. Ah, du bist auch noch in Reichweite. So, dich krieg ich auch nicht raus, ne? Nö. Ist aber nicht so schwer. Er wird wahrscheinlich auf ihn losgehen, ne? So. Er wird gedoppelt. Wie sind das möglich schon wieder? Oh, Gott sei Dank. Ich dachte, ich kann ihn nicht rausbewegen. So, wer fehlt denn noch? Anna. So. Gehst sogar auf ihn los. Er hat schon 50 HP, ey. Okay. Also ich habe sie jetzt da allein gelassen, aber dürfte eigentlich kein Problem sein. Wenn du treffen wirst, wäre sehr gut. Tust du aber nicht. Warum nicht, Mädchen? Okay. So, sie hat schon fast aufgeholt hier. Hallo? Schon Level 6. Mehr Verteidigung, mehr Stärke. Wir brauchen General nicht. So. Soll ich in die Offensive gehen oder dann ist ja außer Reichweite, ne? Für den Fall, dass sie ja verreckt. Warte mal, ihr habt Silberlanze und Schwert. Da muss ich wohl einmal, kann ich mit dir im Proaktiv einsetzen, lieber. Das Bandreo hier. Da wird aber reichen, ne? Ja. Oh, du konntest mich ja. Nein. Hey. Cool. War nicht schon wieder irgendwie so 80% oder so? Was ist denn mit dem Ausweichen heute? Ja. Ja, mit dem Hochlevel klappt heute. Wir haben wahrscheinlich die perfekte Level irgendwie ausgesucht gerade, ne? So, wie war es mit ein paar Support-Punkte? Ja. Ne, warte, ich muss Gregory hier hinpacken. Du bist auch sicher in der Lage, proaktiv benutzen zu können, ne? Ja, weil überhaupt mal sicher, ne? Sehr cool. Perfekt. Ja, mit dem Level läuft das hier. Ich finde das gut. Da ist perfekt gerade. Ich kann mich gar nicht beschweren gerade. Ich weiß, ihr bekommt keine Supports, wenn ich hier, wenn ihr keine AP, wenn denen keinen AP fehlen, aber trotzdem. Okay. Ich kann ich nicht kontern, weil du ein Speer hast. Dich kann ich erlegen, ein bisschen. Wenn ich Glück habe, fühlt sich ihr Ding schon wieder auf. Okay.
schon ein bisschen heftig. So, ich hätte schon Level 24, er ist Level 4, ich weiß gar nicht, weiser haben irgendwie, die bekommen irgendwie Buchharmonie, ne? Wie ist das, glaube ich? Aber hey, irgendwie kann ich so Erfahrungspunkte holen. Mal so, wollte ich gar nicht überspringen. So. Ah, reicht leider nicht. Da ich habe ihn gebrochen, stimmt. Da war ja was. Gegner werden ja gebrochen, wenn die mich angreifen mit Waffenvorteil. Maximum Erfahrungspunkte abgesahnt. So, jetzt sind die immer noch hier, ne? So, wann entscheidet ihr euch mal, euch zu bewegen, ne? Wahrscheinlich, wenn ich euch hier anlocke, ne? Dann locken wir dich mal an. Voran 41. Spätestens dann wird ja wohl Roy sich bewegen, ne? Wenn er sich danach immer noch nicht bewegt, ne? Dann. So, ich glaube, Pandreo hat die meiste Resistenz, ne? Oder Gregory? Vielleicht hat er ja mittlerweile schon mehr, ne? Ich weiß nicht. Wo ist er? Ja, 30. Okay. Und dann nehme ich mal kurz dich hier. Und ich leih mir mal. Ne, vorne will ich glaube ich nicht. Obwohl ausweichen minus 30. Hm. Ha! Kann ich gar nicht benutzen. Cool. So. Celestia. Was ist mit dir? Noch ein Elfen nicht. Okay. Jetzt pass mal auf, wie das hier abläuft, ne? So, dann gehen wir hier hin. Kann ich nicht auch eigentlich hier hingehen und ihn erledigen? Wenn er ihn schon mal angreifen, ne? Und ich weiß nicht, ob diese Level übrigens irgendwie eine Anspielung an irgendwas ist, ne? Aber ich glaube eher nicht. Also ich glaube schon, aber ich kenne sie natürlich nicht, ne? Weil ich halt nicht so ganz drauf bin mit Fire Emblem 6. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass man Temera, wo bist du? Ich brauch mal kurz hier deine, weil ich will Folgendes machen. Will dich hier bewegen für mehr Schaden. Und dann will ich deine Drachenart einsetzen für weniger Schaden. Boom. Dann habe ich so einen kleinen Plan hier. Also der Kampf wird jetzt hier nicht schwierig sein gegen Roy. Roy wird jetzt nicht so schwierig sein. Roy ist eigentlich nur gefährlich mit seinem komischen Superangriff. Den bewege ich natürlich nicht. Also was? Was für eine Fernkampfwaffe? Ja, natürlich. Aber dagegen kann ich auch was machen. Pass auf. einen Moment. Dagegen gibt's auch was. Von Engage. So, erst einmal. Pass mal, jetzt pass mal auf, ne? Boah, pass auf, Mann. Jetzt kommt's. Pass auf, Alter, jetzt kommt's. Da kriegst du dich nicht mehr ein.
So, sieht natürlich jetzt ein bisschen gefährlich aus, ne? Ich könnte natürlich nicht jetzt ihn erledigen, ne? Ich hoffe, ich kann ihn erledigen. Kann ich. Kann ich nicht. CB, was ist mit hier habe ich Sturm. Wer hat hier Voron, Excalibur? Sie hat wahrscheinlich, ne? Ach. Hast es nicht, dass mir schon wieder ein AP fehlt? Das gibt's aber ja, so kannst du gar nicht erfinden. Ha, dann machen wir es so, ne? Boom. Boom. So oder so, einer muss hier hinlegen. So, wenn er jetzt immer noch still ist, ne? So, hier, pass mal auf. Ernsthaft? Du bleibst einfach da stehen und lässt dich abschlachten von mir. Du bleibst einfach da stehen und lässt mich den ja abschlachten. Ich habe mit einer P überlebt. Was habe ich jetzt? Das ist jetzt nicht wahr, Mann. Jetzt nicht mal. Ja gut, ne? Mach dich halt platt. Hoch. Sieht dann hier aus. Aber das hat einfach das Kapitel von allen bisher. Ich dachte mit Kajas Kapitel irgendwie vergleichen, ne? Ja, die ganze Verstärkungstruppen kam, ich mich zum Mikaya hin kloppen musste, ne? Alter, was ist das? Roy, ich habe alles im Griff. Ich glaube, der hat irgendwie gesehen, dass er keine Chance gegen mich hat hier, ne? Was ist hier los? Oh, der kann mich sogar erledigen. Was ist ja los, Mann? Alter, ich greife ihn wortwörtlich an. Der greift noch nicht mal zurück an. Was ist denn los? Ich bin in seiner Reichweite. Er greift mich noch nicht mal an. Was ist denn los?
Ich stand wortwörtlich in seiner Reichweite, ne? Und er hat mich immer noch nicht angegriffen. Was ist hier los? Okay, nehme ich, ne? Also nachdem was ich in den DLC hier durchgemacht habe, so eine ist so was hier ganz schön willkommen. Gehen wir da mal bitte. So. Ich nehme an, ihr tut sich nur irgendwie was, sobald ich irgendwie in Roys Reichweite bin, ne? Aber da ich die ganze Zeit aus seiner Reichweite bin, weiß ja nicht, was er machen soll. So. Ich habe all meine Bündnisse noch voll, ne? Ja, okay, die Crit-Chance macht mir ein bisschen Angst, aber den kriegen gar nicht gedownt hier, ne? Oh, mehr Erfahrungspunkte. Ja, genau das brauche ich natürlich. Genau, brauche ich natürlich mit ihm, ne? Ach, war ja wieder klar. So, entschuldige, was? Nein, so muss so machen, ne? Ja. Gott, wenn ich annehme, bin ich schon. Okay. So, die ist Level 25. Jetzt lass mal sehen. Sie gibt doch bestimmt jetzt eine Fähigkeit, ne? Seelenklinge, ah, nee, kann ich doch schon, glaube ich nicht. Ich weiß nicht mehr, was das macht, aber warte noch mal. Ich denke, zu einer der Durchschnittswert der gegnerischen Verteidigung und Resistenz. Okay, so lass mich mal kurz was machen, ne? Ihr wisst ja, wie Magier hier Ausweichbonus ignorieren, ne? Alter, trotzdem voll viel ausweichen. Ja, was geht ab? Also getroffen. So. Er bewegt sich immer noch nicht. Bewegt er sich gar nicht? Da kann natürlich auch sein, ne? Hat er sich gar nicht mal bewegt, ausnahmsweise. Da kann natürlich auch sein, ne? Dass er sich mal aus, dass die Bosse sich ausnahmsweise mal nicht bewegen. Ja, ne, ich glaube, das ist sogar der Fall. Wegen seiner persönlichen Fähigkeit, ne? Werde ich halt sehen. Das ist irgendwie alles hier symbolisch, dass irgendwie Roy der schlechteste Lord von allen ist. Ich habe schon mal erwähnt, ich glaube, ich habe das mal irgendwann erwähnt.
Aber Roy ist der schlechteste Lord von allen. Der schwächste von allen auf jeden Fall. Du kriegst eine Option, den weiterzuentwickeln, zu einem Großlord zu machen oder ein Erzlord oder was auch immer er wird. So ungefähr so 2 Kapitel vom Ende des Spiels. Und das ist viel zu spät. Zu dem Zeitpunkt hast du schon Charaktere, die schon auf Level 10 oder 15 rumhocken. Als weiterentwickelte Einheiten, ne? Und du musst den Typen immer noch am Leben halten, ne? Oh ja. Okay. Das war ehrlich gesagt schlecht. Das ist dann der so Durchhaltenfähigkeit, ne? Den kann man nicht mit einem Schlag erledigen, leider, den Typen. Aber muss ich auch gar nicht, ne? So, oh, perfekt. Jetzt mit meinen ganzen Assistenzcharakteren. Wow. Oh mein Gott. Hey, warte mal. Dürfen wir jetzt eigentlich gar keinen Schaden machen, ne? So, ich muss noch mal mit ihm einmal tanzen. Mein Gott. Also, ich weiß nicht, ob das irgendwie einen Unterschied hat. Ob das irgendwie ein Unterschied ist, für wen ich tanze, so Erfahrungspunkte mäßig. Na, gucken wir mal. So, dann mache ich mal den hier noch. So, ich habe jetzt nur Charaktere hier reingepackt, die auch Supports haben mit ihm, außer Tibera. Egal. So, ihn hatten wir ja noch gar nicht, als er Level 25 war, ne? Ich weiß gar nicht, was er für eine Fähigkeit bekommt. Aber er ist die gleiche Klasse wie hier Dings, ne? Also nicht, man bekommt das gleiche. Was auch immer es ist. Higo, sehr cool. Emblem Ansporn. Doch, da kommt mir bekannt vor irgendwie. In der Spielphase wird die Bündnis, was ich benachbart habe. Das ist ein bisschen broken, so ganz kleines bisschen, ne? Okay, das Kapitel lief sehr viel besser als gedacht. Das war ehrlich gesagt recht chillig. Ah, nimm das Vegas. Ich hatte es voll einfach heute. Angefahrt werden. Er kommt noch nicht einmal dazu, sein Dings hier einzusetzen, sein super Angriff hier. Weil ich so Nervtöten gerade bin. Wo ist denn L? Wahrscheinlich kann ich jetzt mit Magie angreifen. Oh Gott! So, damit werde ich wohl treffen, ne? Aber ich nehme an, stimmt, die Binding Blade ist effektiv gegen Drachen, ne? Ah, komm. Ah, komm. Was? Wie kann man nur... Oder liegt er daran, weil er mehr als Dings hat? Warte mal. Durchhalten plus. Ich habe ein plus. Die Einheit zu Beginn des Kampfes KP über 2 überlebt sie immer mit mindestens 1 KP. Das ist ja voll dämlich.
Also egal, was ich mache, der wird. Deswegen wäre es eigentlich noch klüger gewesen, wenn er da auf dem Thron geblieben wäre, ne? Dann hätte ich ihn nie erledigen können. Also schon, aber das ist sehr viel schwere Probleme mit dem. Ah, wir treffen damit. Ah, einer muss treffen. Danke. Sehr cool. So, 5 Level. Jetzt nehmen wir an, das läuft genauso. Er blieb trotz. Was ist das? Wind ist angefangen. Jetzt die Schaden minus 20%. Cool. Ich meine, der überlebt so oder so, ne? Stimmt ja. Ja, ne, ich hätte eigentlich meinen Hauptcharakter angreifen sollen. Ich bin einfacher gewesen, glaube ich. Das heißt, ich kann den gar nicht erledigen mit ihm. Das ist ehrlich gesagt nicht schlecht, ne? Das heißt, kann ich ja voll einfach manipulieren. Warum ziehe ich denn aber immer genau nur so? Ich kann ja immer noch daneben hauen, das ist das Problem. Mit Bündnis bekommt sie aber keine Fernwaffe. Okay, war chillig. Und damit haben wir ihn erledigt. Der ist jetzt gebrochen. Cool. Wir haben 40 Züge, aber nur weil ich ein bisschen herumgearbeitet habe, ne? So, war eine gute Trainingssession, ehrlich gesagt. 5 Level, 4 Level. 5 sind schon relativ hoch jetzt gekommen durch all das. Bin ich jetzt nicht schlecht. Die 8, 9, 10, 11, 12. Da war super gut gerade, finde ich. So, und dann nehmen wir aber nicht Rafael. Und wenn du ihn platt machen könntest, das wäre super. Sage ich nur einer von den Treffen, ne? Oder was? Ohne Art Siegelschwert, ohne die Binding Blade. Das ist cool. Madeleine. Ich glaube, ich habe sie meistens Magdalene genannt, ne? Wollte ich gerade Madeleine. So, da war chillig, da war richtig chillig gerade. Boah, ehrlich, du bist von das erschöpft. Da war super einfach. Irgendwie nicht. Aber voll chill, da war eins der einfachsten Kapitel, die ich bisher gespielt habe. Und ich bin hier mit unterlevelten Charakter in Runde gegangen. Eingang, die 10 Level unterlevelt waren. Ja. ある少女のことを思い出すんだ。彼女の名はベルンをゼフィールによって人類を滅ぼすことを命じられた。マリュータ。マリュー。ゼフィール、ライスのクールさ。ライスのクールな武士でした。クイーンイフォンベルン、グラブイ。そんな方がいたんですね。 Um das Spiel komplett durchspielen zu müssen, also um das wahre Ending zu bekommen, musstest du Nebenquests freischalten, von denen du nicht weißt, wie du die freischaltest. Und dann musst du die legendären Waffen sammeln, die du in den Quests bekommst. Die musst du alle noch haben.
bis zum Ende des Spiels. Und dann kannst du noch 3-4 weitere Kapitel spielen, wo du dann zum echten finalen Boss kommst. Fire Emblem 6 war sowas von dämlich manchmal. Weil wie soll jemand darauf kommen, ne? Ja, dieses Nebenkapitel verschaltet zu frei, wenn du in dem Kapitel davor irgendwie unter 20 Zügen gewonnen hast, ne? Darauf kommst du ja auch von alleine, ne? Wenn du halt nicht gemacht hast, dann kämpfst du am Ende gegen Zephyr, hier den Hauptbösewicht, den König. Und dann ist halt, dann hast du Game Over, ne? Dann hast du halt, dann hast du hier, weiß nicht, 20, ich glaube, das waren 20 Kapitel oder irgendwie sowas. Und dann ist Game Over, dann hast du ein Ending bekommen. Und dann weiß ich nicht. Dann stellt sich irgendwann heraus, dass das Spiel eigentlich noch weitergegangen wäre, aber weil du nicht alle legendären Waffen gesammelt hast, kommst du nie zum Ende, zum originalen Ende, was du natürlich auch nie vorher wüsstest, ne? Das Spiel sagt dir, glaube ich, nicht, dass das Spiel eigentlich weitergeht zu dem Zeitpunkt, ne? Also Fire Emblem 6 war eine sehr merkwürdige Ära von Fire Emblem. Die älteren Fire Emblem Spiele, die haben dauernd irgendwie solche Sachen gehabt. Also typische Retro, wo Spiele irgendwie unnötig kryptisch sind, damit du irgendwie einen Grund hast, das Spiel nochmal zu spielen, ne? So, Ziege! Schaf. Okay, mein ich. Wie hast du mich genannt? Wenn ich dich schlagen könnte, dann würde ich es tun. Also ja, die früheren Fire Emblem Titel hatten so merkwürdige Sachen. Also du kannst das Spiel nur offiziell durchspielen mit dem wahren Ende, wenn du die Nebenquests alle freischaltest. Und nachdem du die Nebenquests erledigt hast, bekommst du jedes Mal eine legendäre Waffe, welche du nur 20 Mal benutzen kannst jeweils, ne? Und wenn du irgendwie, glaube ich, die benutzt hast und die dadurch kaputt gehen, weil damals gehen dann noch Waffen kaputt, wenn du die so oft benutzt hast, ne? Dann und du hattest die zum Beispiel nicht mehr zu dem Zeitpunkt, dann ja, kannst du halt Ende vergessen, das offizielle Ende. Dann spielst du das Spiel nur bis zum bestimmten Punkt, durch, ne? Wenn du den dann abgeschlossen hast, ist halt Game Over, ne? Du bekommst zwar ein Ende, ne? Aber es hätte eigentlich weitergehen können. Das ist, als wenn du ja Star Wars Episode, also die alte Trilogie anschaust und du guckst hier 4 und 5 an. Du hast irgendwie fast Happy Ende, ne? Aber weil nicht. Danach gäbe es noch einen Film, ne? Stell dich mal vor, Episode 6 wäre nie rausgekommen. Das war, als wäre Episode 6 irgendwie nie rausgekommen, ne? Und dann hätte irgendwie gedacht, Episode 5 war letzte gewesen, ne? Ich verwechsel halt immer meine Erinnerung mit den alten Trilogien, ist immer so komisch, aber in dem 5. ist da der Todesstern hops gegangen, oder? Oder war schon in der 4. Ich vergesse immer, ich weiß, was alles in den Sachen passiert ist, aber ich vergesse immer, in welchen Episoden die alle passiert sind, ne? War Episode 5 da, wo der Todesstern hops gegangen ist, oder war schon der erste Film? Ich glaube, da war schon der erste, der war schon Episode 4, glaube ich. Ja. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, der 4. Ja, passiert dann noch mal im 5. Im 6. geht da 2 Tops, ne? Also das ist immer das Problem bei mir, ja, mit den alten Star Wars Filmen. Ich vergesse immer so, wann was passiert ist in denen. Ich kenne die ganzen Highlights hier so, was in allen von denen passiert ist, aber ich vergesse immer, wann was passiert ist. Aber ja, das Ending mit Fire Emblem 6 ist so, als wenn irgendwie, du hättest nur Episode 4 und 5 geguckt und dann Ende. Danach käme nichts mehr, ne? Aber dann, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, ein Geheimnis irgendwie entdeckt hast im 5. Film, dann schaltet sich der 6. Film frei. Und dann erst siehst du, ey, so geht das also aus, ne? So ungefähr fühlt sich das an in Dingens. Warum ist er gelb?
Oh, ich habe Dings freischalten mit ihr. Stimmt, die kann man ja jetzt freischalten. Ja. Oh, A-Rang mit Anna. Cool. Das A steht für Anna. Cool. Ich muss schon sagen, warum ist ja was Gelbes? Ich dachte, das, sie hat irgendwie eine Quest oder sowas für mich. Ich bin sehr gut. Es schalten wir die ganzen A-Rang frei mit den Charakteren. Ich wünschte, das Spiel wird einen irgendwie zeigen, was man bekommt, wenn man die Unterstützung, weil er hat ja auch Ingame-Effekte ja im Kampf. Wenn du dich neben jemand stellst, der den du einen hohen Support-Wert hast, dann bekommst du irgendwie so versteckte Werte noch so ausweichen und treffen und was weiß ich alles. Ich wünsche, davon gibt es mal eine Liste irgendwo im Spiel. Über die Wachstumswerte. Wir könnten sie aber ruhig auch mal in dem Spiel reinpacken, damit sich jeder die anschauen kann. Die sind immer sofort online, ne? Also irgendwo müssen die Leute ja herbekommen. Ja, langsam könnten die auch mal im Spiel irgendwie so irgendwo reinpacken. Da sind mehr oder weniger die IVs oder EVs des Pokémon. Leute feiern, ne? Wie will die Ketten nennen? Schmuck des Wermgottes. Das war definitiv eine Business-Entscheidung, die nach mir zu benennen, damit die halt mehr wert sind, ne? Oh ja, die sind voll vom Wirmgott, ne? Da ist ein Autogramm vom Wirmgott drauf. 10.000 Gold, bitte. Okay, cool. Stufe A. Level 20. Okay. Okay, ich muss mal gucken, was diese ganzen Effekte hier sind. Okay. Oligoludia. Weil jetzt, wo ich weiß, wie das so ungefähr funktioniert, sah ziemlich interessant aus. Also ich verbinde mich im Kampf mit den Charakteren, ne? Übrigens, ich bin gekleidet wie Roy, das habe ich gar nicht erwähnt. Ich vergesse das jedes Mal zu erwähnen, wie ich mich angezogen habe. Dabei denke ich mir immer so, ja, ich ziehe mich jetzt hier an, um passend für die nächste Quest gekleidet zu sein, und dann vergesse ich das immer zu erwähnen am Anfang des Parts. So, irgendwen habe ich noch hier. Ach, da war es zuletzt, ja. Hör, was wollte ich gerade sagen? hast du ja vergessen, egal. Ja, wollte ich auch gerade sagen. So. Gucken wir uns das an. Celestia, Mada yasunde inakatta desu ne. Buki no seiri o shite itte. Ima owatta tokoro nan desu. So komisch. Jetzt hat sie wieder die Klamotten an. Ah, lass mich in etwas Bequemeres schlüpfen. Er ist voll dämlich. Er trägt irgendwie voll so ein extravagantes Kleid. So, oh, ich fühle mich gerade nicht wohl. Warte mal, du willst mit mir reden? Okay, lass ich mal kurz meine freizügige Kampfrüstung anziehen. Ich hätte sowieso irgendwie cool gefunden, wenn die Charaktere ihre Somnia-Klamotten anhalten in den Support. Da hat irgendwie was Natürlicheres. Aber ich nehme an, einige von den Supports finden ja auch außerhalb vom Somniels statt, ne? Oder macht da keinen Sinn. お腹が空いて倒れてしまうかもしれません。これからは
セレスティアが食事をしているか、しっかり確認させてもらいますからね。Esse für mich, für mein for my amusement. Ja, so was stehe ich. Wie heißt das? Wie heißt das hier? Mukbang? Da gibt es ja irgendwie so Videos auf YouTube, wo irgendwie wo jemand sich aufnimmt beim Essen, ne? Und andere Leute schauen das dazu. Das ist übrigens etwas, was ich nicht verstehe. Das ist ein von wenigen Sachen, die ich nicht verstehe. Angeblich soll das entspannt sein, jemanden so beim Essen zuzuschauen, ne? In so einem Video, aber finde ich irgendwie gar nicht. Vor allem die Sachen, die immer gegessen werden, sind ja immer so. Das ist ja nicht mal irgendwie was angenehm, irgendwie was irgendwie angenehm zum Zuhören ist. Ja, sind meistens immer voll die fettigen und schlabberigen Sachen, ne? Ja, ne. Ja, irgendwie so Hähnchenkeulen und so, und dann siehst du irgendjemand wieder irgendwie. Wie jemand irgendwie so 20 von diesen Dingern ist, dann hörst du einfach nur so. Habe ich mir mal angeguckt, so ein paar Leute. Ich verstehe halt gar nicht. Das ist überhaupt nicht meine Welt. So einige Sachen kann ich ja noch so mich hineinversetzen, warum das einige Leute mögen könnten, ne? Aber das verstehe ich überhaupt nicht. Angeblich soll es entspannt sein. Was wollte ich noch mal machen? Den Support anschauen. So, nein, da kommt schon wieder das Ding. Also ja. Mukbang, wer nicht kennt, kann ja mal googeln oder bei YouTube eingeben und selber irgendwie eine Meinung davon machen, ne? So, ihr beiden. Yoshi, kyono tanden owari. Ii ase o kakimashita. Osukare-san, Madeline. Omae wa kochi ni kitemo aikawarazu da na. Koko de no seikatsu wa dou da? Minasan ni go aisatsu wo shite. 少しずつですけど、この場所に馴染んできているように感じます。グレゴリーはどうですか？これはまあ、ちょっと違うのは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 、ちょっと違うマデリーンは確かいいところの生まれなんだよな。いいところかは分かりませんが、両親は騎士で幼い頃からの憧れでした。その背中を見て私は騎士を志したのです。愛してくれた両親に胸を張れるような騎士になりたい。愛してくれたか。羨ましいな。羨ましい。愛してくれた両親がいるなんてのは恵まれてるやつの話だ。誰もが愛されるわけじゃないし、誰もが愛せるわけじゃないからな。あのグレゴリー、私何か変なことを言いましたか？ああ、いやすまん。俺が悪い。気にしないでくれ。鍛錬で疲れてるとこ邪魔したな。また話そうぜ、マデリー。グレゴリー。Okay. Davon erfahren wir wahrscheinlich mehr. So, ich werde übrigens, wir schauen uns jetzt mal die Bandgespräche an, ne, damit wir auch mal aus dem Weg kriegen, ne? Die stapeln sich und stapeln sich. Letztes Mal habe ich sie ja nicht angeschaut wegen Dings hier, weil es halt zu lang war schon, 4 Stunden, und ich einfach keine Lust mehr hatte. Und jetzt gucken wir uns hier mal an, ne? Da sind eine Menge. Also das sind bestimmt so für 14, 15. Aber die gehen ja schnell. Und ich will sie sehen. Ne? Das ist natürlich das Wichtigste. So. Eine Sache noch. Sag ich am Ende. Ich muss das hier mal kurz so. Meine Liste auf dem PC muss ich mal kurz hier so anordnen, damit ich das auch sehe. Vernünftig. Ja, jetzt sehe ich. Jetzt habe ich das genau davor gepackt. Jetzt sehe ich nicht, was ich da auswählen kann. Wie machen wir das nochmal hier? Mein Gott. So, erstmal Kagetsu hat mit Marv trainiert. Joa, Marus domo no koto ga suki ja. Yūjin toshite suenagaku yoroshiku tanomu zo. Entschuldigung. So itte moraeru no ureshii yo. Nakama toshite, tomo toshite, kore kara mo issho ni tatakau. Tatakai.
Eine berühmte Person, sagt das schon mal anscheinend, ne? So, dann haben wir Fogado. Den haben wir gar nicht benutzt heute. Ich weiß nicht, warum ich ihn... Ich glaube, er war kurz davor, Level 10 zu erreichen mit Sigurd, deswegen habe ich ihn... Ich hab mal gegeben. Und ich weiß, diese Supports sind relativ langweilig, diese Einsatz hin, Einsatz her Supports, aber manchmal sind da ein paar interessante Sachen dabei. So einige Anlehnungen an älteren Fire Emblem Spielen, das finde ich nicht schlecht. So, Sigurd haben wir aber auch mit Celestia trainieren lassen. Weil Celestia ist irgendwie wie geschaffen für Sigurd, ne? Ich so sagen. Sigurd. Ich versuche mich gerade zu erinnern, gab es überhaupt irgendeinen Weibernritter in Fire Emblem 4? Ich glaube, man hatte keinen Weibernritter. Das ist ja irgendwann der so der Witz von Fire Emblem 4. Fire Emblem 4 wird auch Horse Emblem genannt, weil du so viele berittene Einheiten hast. Ich glaube, man hatte gar keinen Weibernritter in dem Spiel, ne? Also gar keinen. Was schon krass ist, aber die Karte, der Grund, warum man so viele berittene Einheiten in dem Spiel hat, ist, weil die Karten so gigantisch sind. Dagegen sind die Karten in dem Spiel nix. Die sind wahrscheinlich irgendwie so die erste Karte im Fire Emblem 4 ist wahrscheinlich doppelt so groß oder dreimal so groß wie die größte Karte, die wir bisher hier gesehen haben, ne? Ich weiß nicht, welche die größte war, aber ich bin mir ziemlich sicher, die Karte von Fire Emblem 4, die erste Karte, die Tutorial-Karte, ist mindestens dreimal größer. Und die werden nur noch größer von dem Punkt aus. Also, die größte Karte im Fire Emblem 4 ist wahrscheinlich 20 mal größer. Das ist schon ein bisschen krass. Da sitzt du auch manchmal irgendwie mehrere Stunden irgendwie. Ich meine, ich sitze hier schon stundenlang an ein Kapitel, aber das ist da, weil ich so langsam spiele. Aber in dem Spiel sitzt du, es ist unmöglich, vielleicht unter eine Stunde irgendwie durchzuspielen. Ein Kapitel, die sind gigantisch. Eine Stunde, was rede ich eigentlich? Mehr als. So, Lin, aber trainieren lassen. Mit Madeline. Kann der Käfer überhaupt antun? Sie ist doch ein Emblem. So, Hortensia habe ich mit Arika trainieren lassen. Das sind, glaube ich, noch so Sachen, die ich gemacht habe vor dem letzten Part, ne? Von dem Kampf gegen Neil. Rafael, was auch immer. Aber ich kann noch nicht dazu, die anzuschauen. Ich habe im letzten Part nicht mir angeschaut habe. So, nach 4 Stunden hatte ich halt keine Lust mehr. Ein bisschen traurig. So, dann habe ich Gregory habe ich auch mit Erika trainieren lassen. Man bemerke den freien Bizeps, der Furcht und Schrecken bei meinen Gegnern überkommt. So, Mikaya habe ich mit Nell trainieren lassen. Ich
ミカヤにはそんなことまでわかるのですか。素晴らしい力です。よろしくお願いしますね。Ich vergesse mal, was war Mikaya eigentlich nochmal? Mikaya ist sie ist so ein Mischling, ne? Die ist irgendwie so. Boah, weil war diese, ja, die war halb Beorg und halb Lagus, ne? Also Beorg sind Menschen in Fire Emblem 10 und Lagus sind diese Leute, die sich in Tiere verwandeln können. Oder sie hat irgendwie Blut von den beiden. Ne? Da gab es irgendwie so einen bestimmten Namen für die beiden. Stefan war auch irgendwie einer, weil dieser grünhaarige Schwertmeister. Gezeichnete oder irgendwie so, keine Ahnung. So, und dann habe ich eine Menge Leute mit Corin und Bylef trainieren lassen. Ich habe die alle mit Corin und Bylef trainieren lassen, glaube ich, ne? Ja, und Mavier habe ich auch noch trainiert, sehe ich gerade. So, Mavier habe ich trainieren lassen mit Corin. Der Grund, warum ich alle mit Coin trainieren ließ, war, damit ich alle hier Momente lernen. Diese eine Fähigkeit, die irgendwie nach dem Ende des Zugs alle Leute um einen herum heilt und ein bisschen Support geben. Er ist eigentlich eine sehr gute Fähigkeit, um Supportpunkte hier zu sammeln mit den Charakteren. So, Mobile. Dann habe ich alle von den vier Winden plus Nell und Rafael mit Coin trainieren lassen. Also, wir sehen jetzt eine Menge Coin, ja? So, das ist ja. Ich bin Mario-Sok. Bitte, Kamui. Mario-Sok, du kannst mir viele Sachen erzählen. Mario, ich bin in meiner Welt nicht. Ich möchte viele Sachen erzählen, Celestia. Mehr so weiß nicht. Camilla in diesem Spiel. Oder dieser eine von Fire Emblem Awakening, welcher auch böse war. Aber sich auch irgendwann anschließen konnte durch den DLC, glaube ich. Ich habe ihren Namen vergessen, aber sie hat auch fast die gleichen Klamotten an irgendwie. Ich weiß aber nicht mehr, wie sie heißt. Ich weiß, wie der Bösewicht hieß, von denen sie irgendwie die rechte Hand war. Gangrel, glaube ich, ne? So. Gregory habe ich mit Coin trainieren lassen. Kamui-san war yasashii dake de naku, shin ga tsuyoi in da na. Sono ue ryuu no chikara made motte iru shi, tayori ni shiteru ze. O yaku ni tatete iru nara ureshii desu. Gregory-san no koto, shikkari mamotte misemasu kara ne. Okay. Oh, habe ich Madeleine mit ihr trainieren lassen. Kamui-dono wa 敵ですら許し、信頼してきたそうですね。その優しさは騎士として尊敬します。昔は戦いは嫌いで怖いものでした。でも今は皆さんのおかげで強くなれたと思っています。So, dann Nell mit Coin. Wie gesagt, jeder hat jetzt die Fähigkeit hier, Momente gelernt von ihr. Das ist auch alles, was ich von Coin brauche. Es gibt, glaube ich, noch Momente plus. Da tut man anstatt 5 HP 10 HP ein. Aber ich mache das mehr wegen den Supports halt. Damit die Supports irgendwie leichter zu grinden sind. So, oh, jetzt Supports mit. Kamui war. Dann habe ich bei Lev mit einigen Leuten trainieren lassen, damit die alle hier seinen Erfahrungsboost bekommen. Und zwar habe ich natürlich die vier Winde, ja, alle vier Winde, alle DLC-Charaktere, aber ich habe auch Vale mit Bylef trainieren lassen auf Level 10. Ich weiß nicht wieso. Ich glaube, ich habe geplant, ihr Bylef auf lange Zeit zu geben. Ich glaube, ich habe
irgendwie auf lange Zeit, auf lange Dauer irgendwie geplant, sie eher bei Lev zu geben. Deswegen habe ich bei Lev ein bisschen hoch trainiert. Ich bin mir jetzt nicht sicher. So, Celestia bei Lev. ベレトの助力のおかげで戦果を上げられたわ。もっと力を使いこなすから、また一緒に戦いましょう。心強いな。期待しているよ、セレスティア。そう。アン・グレゴリーもバイレフ。あんた戦ってても滅多に表情が変わらないな。気を悪くしたらさ。 Ich habe keinen Herzschlag, okay. Halt den Mund. Und ja, das ist wortwörtlich. Bei Lev wurde irgendwie ohne Herzschlag geboren. Das ist wortwörtlich so im Spiel. Gibt es Storygründe für? Also der Grund war mir irgendwie so. Also er wurde wortwörtlich emotionslos geboren. Ich weiß nicht mehr die exakten Gründe, aber da war storymäßig irgendwie was. Also deswegen ist er mal so stone faced irgendwie. いや、ですがベレトにはそう見えたのですね。反省し改善します。ありがとうございます。 Und dann haben wir noch einen Fall und dann sind wir auch fertig. Boah. Mal auch hinter uns, Mann. Beretto. こちらの世界のことをいろいろ教えてくれ. Seine Stimme kommt mir auch bekannt vor. この世界はまだ知らないことばかりだが. Stimmt, da wollte ich ja letztens irgendwie mal drüber reden. Ich habe irgendwie ja mal diesen Synchronsprecher irgendwie nachgeguckt von einigen Leuten. Das ist ziemlich interessant, was man da gefunden hat, ne? Ich weiß nicht mehr, wer wen gesprochen hat. Aber du hast irgendwie so Charaktere wie Bakugo von My Hero Academia. Der spricht irgendjemanden. Es war entweder Alchrist oder den Hauptcharakter. Bakugo hat einen von den beiden gesprochen, glaube ich. Yunaka wird auch von jemandem Bekannten gesprochen. Ich habe aber vergessen, wer es war. Vielleicht würde ich das beim nächsten Part mal irgendwie so vorbereiten. So. Ja, fand ich schon so ein bisschen interessant, was für dir gar nicht irgendwie erkannt hast, so, ne, auf den ersten Blick. Vielleicht erinnere ich mich noch. Ich könnte auch hier einfach Google aufrufen, aber so spät lohnt es da nicht mehr. So, Kagetsu wird natürlich von Dio gesprochen, ne, das haben wir schon herausgefunden. Also Yudaka wird auch von jemandem Bekannten gesprochen. Also bekannt, also. Aber jemanden, den ich kenne, so. Jedenfalls. Ich weiß nur nicht mehr, wer. Bakugo, also von My Hero Academia, der Typ mit den Granatenhänden. Der spricht entweder Alchrist oder den Hauptcharakter. Der Hauptcharakter, ich komme ja beim nächsten Mal. Also was? Guck zwar sowieso jetzt niemand mehr hier, aber lass mich mal kurz hier. Mal gucken, ob ich hier gleich die Seite nochmal finde. Ne? Ich tue mal in einem bestimmten Browser öffnen, damit ich keine Empfehlungen auf meinen Hauptbrowser bekomme. Ne? Japanese Voice Actors. Ja, warte mal. Ich glaube, da ist die Liste, die ich gefunden hatte. So. Alchrist. Ja, er wird von Bakugo gesprochen. Also der Typ, der diese Granatenhandschuhe hat und der irgendwie 24 Stunden am Tag dauernd irgendwie einen Aggro-Anfall hat. Das ist übrigens mein Lieblingscharakter von den paar Folgen, die ich geschaut habe. Alea heißt übrigens der Hauptcharakter. Also das ist er hier, ne?
Zenitsu, genau. Zenitsu von Demon Slayer. Was ich nicht erkannt habe. Conny von Attack on Titan. Okay. Also ja, da habe ich mir auch gedacht. Zenitsu, den habe ich gar nicht erkannt. So, Yunaka. Wer war sie nochmal? Okay. Ach so, Jolene von... Okay, vielleicht doch nicht. Jolene von Jojo's Bizarre Adventure Part 6. Ja, okay, da war jetzt vielleicht nicht so bekannt, wie ich gedacht hätte. So, Lumera. Oh, das ist eine andere. Lumera wird von Sailor Moon gesprochen. Boah, Hancock. Chloe, ja genau, Chloe war auch noch irgendjemand. Yamato von One Piece, also hier die Tochter von Kaido, ne? Fubuki, One Punch Man. Shinobu, Kimetsu no Yaiba, also Demon Slayer. Shinobu, ist das die mit den... Ist das die mit den Schmetterlingen oder die mit den Gift? Oder sind das nicht die gleichen? Also nur die beiden, die ich irgendwie voll verwechselt habe, wie immer. Ja, Kagetsu, Dio, ja, okay. Da wusste ich. So, ist interessant irgendwie. Ich meine, offensichtlich bekommt sie ja irgendwie sehr bekannte Synchronsprecher in japanischen Rollenspielen, ne? Aber, mein Gott. Habe ich ja letztes Mal mit dem Weg drüber geredet. Irgendwie so. Der Markt irgendwie so, die Auswahl von Synchronsprechern in Anime und so japanischen Rollenspielen, also so in dieser ganzen Sphäre, so japanisch Anime-Style Sachen, scheint irgendwie sehr begrenzt zu sein, ne? Da hast du immer irgendwie so Charaktere, die sich kreuzen, so. Aber ist im Englischen auch so, ne? Hier der Typ hier, der schwarze Power Ranger, ne? Der zweite schwarze Power Ranger hier, Johnny Young Bosch, da war jetzt nicht der schwarze Power Ranger aus der allerersten Staffel, weil in der erste schwarze Power Ranger war ja auch vom Schwarzen gespielt, ne? Aber der zweite schwarze Power Ranger wurde von einem Asiaten gesprochen und der ist John Young Bosch. Und John Young Bosch hat zum Beispiel Ichigo in Bleach gesprochen, aber der hat auch eine Menge Charaktere in der Tales of Serie gesprochen. Der hat irgendwie Guy aus Tales of the Abyss gesprochen, der hat Bobby ist ja nochmal Emil aus Tales of Symphonia 2 gesprochen. Der kam auch relativ oft vor. Dann irgendwie wie der Synchronsprecher von Neji war auch einer der Hauptcharakter in Tales of Grace F. Also ja, das ist eine Menge. Das beste Spiel mit dem besten Synchronsprecher meiner Meinung nach in der japanischen Version war für mich immer noch Final Fantasy 10. Davon hätte ich gerne mal die japanische Version gesprochen, weil das war absolut irre. Also zu der Zeit, in der das Spiel rausgekommen ist. Man hatte 7 Hauptcharaktere, ne? 4 Männchen, 3 Weibchen, ne? Und 3 von den männlichen Hauptcharakteren wurden alle von Charakteren aus den Big Three gesprochen, also von den Big Three Animes zu der Zeit, also One Piece, Naruto und Bleach, ne? Der Hauptcharakter wurde gesprochen von den Synchronsprecher von Ichigo aus Bleach. Ein anderer Charakter wurde gesprochen von Zoro aus, ja, One Piece, ne, einer anderen Hauptcharaktere. Und ein anderer Hauptcharakter wurde gesprochen von Itachi aus Naruto. Das ist doch irre. Die sollen das Spiel mal mit japanische Synchro rausbringen, ey. Da macht das Spiel, das ist sowieso eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Ich habe mir schon lange mal irgendwie mal überlegt, ob man jetzt Let's Playen, weil das ist einer meiner absoluten Lieblingsspiele. Aber die soll mal eine japanische Version von dem Spiel rausbringen, so mit japanische Synchro. Ja, super krass. Was haben wir in der englischen Version? Bender von Futurama. Ja, ne, wir haben Bender von Futurama in der englischen Version. Ja, Walker wird gesprochen von Bender. Der Hauptcharakter wird gesprochen von demselben Typen, der Danny Phantom spricht in der englischen Version.
Jetzt denke ich ehrlich gesagt auch nicht schlecht. Jetzt so, wo ich da nachdenke. Eine der Hauptcharakteren wird gesprochen von hier Bobby hieß sie nochmal, Tara Strong, welche irgendwie jeden Cartoon-Charakter überhaupt gesprochen hat. Hier Jimmy Neutron, nicht Jimmy Neutron, Timmy Turner hier von Elfen. Twilight, Hauptcharakterin von My Little Pony, Blossom, wie heißt sie nochmal, Bubbles von ihr Powerpuff Girls. Die spricht irgendwie jeden Cartoon-Charakter in der englischen Version. Die hat auch diese eine hier gesprochen, hier diese Cheerleaderin von Lollipop Chainsaw. Dieses voll bescheuerte Hack and Slash Game, wo eine Cheerleaderin mit einer Kettensäge gespielt in der Zombie-Apokalypse. Ja, die hat Rico gesprochen von Final Fantasy 10, da fand ich schlecht. Und noch andere Charaktere. Hier war Neil aus Final Fantasy 13, hat sie glaube ich auch gesprochen, ne? Weiß nicht. Ja, ist interessant, wenn man so weit immer herausfindet. So, ich glaube, ich habe jetzt lange geredet, ne? Ist auch egal, interessiert doch keiner mehr. Hat er sowieso jetzt schon hier weggeschaltet, ne? Und ich sage, das war's für heute. In der nächsten Folge machen wir dann, ich meine, Zellikas Quest war auch noch Level 10. Das heißt, die machen wir natürlich auch, ne? Ich weiß, ich muss noch in die Arena kommen, aber ich mache die Arena ab jetzt offscreen, ne? Weil mein Gott. Außerdem, als ich die letztens offscreen gemacht habe, war das voll schwer irgendwie da zu gewinnen, weil ihr wisst ja, die Charaktere, mit denen wir in die Arena gehen, wir kämpfen gegen andere Charaktere von uns, ne? Und ich habe zum Beispiel offscreen, keine Ahnung, mit Nell oder Rafal, ihr einige Arena-Kämpfe gemacht und die mussten immer gegen Louis kämpfen, ne? Und die hatten keine Chance. Deswegen habe ich irgendwie immer das Spiel resettet und ich glaube, die Gegner, gegen die man kämpft, sind immer von Anfang an irgendwie hier bestimmt. Also du kannst halt nicht manipulieren oder so. Weil egal welchen Charakter ich da reingeschickt habe, außer Louis, die mussten immer gegen Louis kämpfen. Also da musste ich immer irgendwie so einen Charakter wählen, der gegen Louis irgendwie eine Chance hat, und dann habe ich halt gewonnen, ne? Das ist ein bisschen gecheatet, weil man normalerweise sollte man vielleicht das Ergebnis nehmen, das einen irgendwie gegeben wird, aber mein Gott, ist jetzt sowieso auch egal. Ich benutze schon DLC-Charaktere, bin schon genaht, irgendwie ja DLC-Embleme und so zu benutzen, von daher ist doch jetzt eigentlich auch egal, ne? Gut, aber das war's dann für diese Folge. Ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann wahrscheinlich Zellikas Nebenquest machen, ne? Mal schauen. Also ja, danke schön fürs Zuschauen. Eine Sternstuppe, wünscht euch was. So, ich sage danke schön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bad gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar, das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.